7 Stunden und 4 Minuten habe ich jetzt. Ich glaube, ich war auch teilweise ziemlich off. Okay, 4,5 Stunden knapp. Ja, ich bin ziemlich am Anfang gestorben. Seit dem letzten Tod 6 Stunden und 94 und 7 Stunden erst ja, Spieldauer. Meine Spieldauer ist 4,68 und seit dem letzten Tod ist 4,68. So. Juhu. Seit dem letzten Tod 25 Minuten. Ja, das geht auch. So. Fallenbelassene Gegenstände 2. Wow. Tode einen einzigen. Getötete Kreaturen 88. Tode 22. Tode 0 habe ich bisher, ja. Nein. Aber ich bin bald tot. Ich habe nur noch 2 Leben und kein Essen. Oder habe ich 9? Steht doch der rum, steht doch da rum hier. Wert. Nee, ist gerade hier jemand reingedrückt? Ach nee. So. Ich werde jetzt mal so ein bisschen den Grundriss hier ummauern, damit wir wissen, wie viele Blöcke wir insgesamt brauchen. Also wie viel wir dann verbrauchen werden. Ja, tu das. Das wird ziemlich viel Material sein, das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Ja, stimmt, ich kann ja schon mal Sand farmen. Oh, komm mal. Sand. Ah, dreckige Spinne. Hilfe, nicht töten. Du klaust nur meine ganzen Sachen. Oh! Und jetzt schlägst du mich zu Brei. Oh, danke schön. So. Aufnimmt, der darf auch nicht sterben. Das geht auch nicht. Ja, genau. Ja, weil die Zuschauer natürlich dann auf meiner Seite sind, weil sie alles aus meiner Sicht sehen. Korrekt. So. Wenn man schon ein bisschen was über hat, na gut. Dann kann man das noch machen. Ja, du kannst bei einem auf barmherzigen Samariter machen oder so, ne? So. Im Verzauberungstisch und so alles schon. Verdammt, das war zu wenig. Ach, Mano. So. Noch ein. Puh, ja doch. Nach Manuel. Wenn du Schwarzeichenholz brauchst, dann einfach Bescheid sagen. Ich hab da noch ein bisschen. Ja, ja. Gut. Ich melde mich dann zur Not. Ja doch, das geht. Sehr schön. Kann man eine unendliche Wasserquelle bauen? Ja. Ist das dein Ernst? Das ist recht simpel. Selbst mit diesen Strichen hier kannst du eine unendliche Wasserquelle bauen. Brauchst eigentlich nur 3 Blöcke. Ja. Die mit 4 sind natürlich besser, weil die nie leer gehen und bei den 3 kannst du ja auch so einen Rand was wegnehmen, aber prinzipiell ja. Perfekt. So. So brauch ich das. Hier könnte man dann irgendwie noch. Ich könnte eigentlich noch den Bohrkram, also nenne ich es jetzt mal, ein bisschen ausheben, weißt du? Ja. Wieder ein bisschen tiefer ist. Das ist nämlich cooler. Kannst du gerne machen, wenn du willst. Komm ich jetzt auch mal besuchen. Mit ein bisschen Glück ist da sogar noch Sand drin. Ja, ein bisschen wirst du bestimmt finden, ja. Du kannst mal eine Hacke machen, wenn du gerade nichts zu tun hast. Ja, mache ich gleich mal, ja. Ich hab ne Hacke, ich kann's euch gleich geben. Geil. Ja. Kriegst auch irgendwas dafür zurück. Das ist nur eine Steinhacke. Was heißt die, nur? Die reicht doch erstmal. Geht eh schon ein bisschen Damage. Das ist also, mein. Dann bring's mal zu der Kiste dort. Wieso? Wieso nicht? Na, weil ich die bei der Kiste brauche. Was willst du hier anpflanzen? Kohle. Nein, hier. Geld.
Nein, komm, sag mal. jetzt, gib die Hacke. Na, was denn wohl, Weiz? Warum machst du nicht, wie das warum machst du dann hier und so und so? Ach, lass es mich einfach so machen, bitte. Ein bitte. Das Feld wird sowieso nicht lange bleiben, weil da irgendwann das Haus drüber sein wird, deshalb. Ne? Ja, ich brauch's jetzt mal. Das ist einfach nur so für zwischendurch, deshalb ist es ja egal, wie es jetzt gerade so nein. organisatorisch ist. Ich würde nämlich behaupten, wir bauen später dann noch so einen automatischen Farmturm, das ist ja, die sind recht praktisch. Das würde sogar funktionieren, wenn du nur das hier lässt. Ja, ein Feld Wasser macht ja, befestigt ja vier Felder, ne? Bis zu vier. Ja, 9x9. Ja, ist ja auch 9x9 gut. 9x9 sogar krass, ja. Naja, das müsste ich. Vier in alle Richtungen. Ah, genau so rum meinte ich das. Irgendwie. Irgendwas mit vier was. Passt noch alles? Ich glaube schon. Was, die Hacke ist jetzt down? Ja. Da war ja nur eine Holzhacke, eine Steinhacke, oder nicht? Ging aber ganz schön schnell. Lichtteil. Ich denke, dass die Hacke in 1.9 auch eine Haltbarkeit hat. Ist halt made in England gewesen. Ja. So, hoffentlich habe ich mich auch nicht in irgendwo verzählt, das wäre dann nicht so gut. Roman, haben wir noch ein bisschen Erde über? Ja. Gut. Ein bisschen mehr als ein Stack. Ja, 10, 20 Blöcke brauche ich dann nochmal, dass hier noch ein bisschen was ausgekleidet wird, damit das Haus nicht so am Abgrund steht. Hm. Ich meine, wir haben hier genug Platz, du könntest es auch weiter reinbauen, ja. Naja. Nee, ich habe, weil ich nur so angefangen habe. Ach, da drüben meinst du. Ja, genau, so. Hier fehlt noch ein bisschen. War das dann gleich. So. Weil das Fleisch geht jetzt wirklich mir irgendwie ein bisschen aus. Außerdem bin ich Vegetarier in Minecraft. Also, ja, nee, eigentlich nicht, aber vegetarisch sich zu ernähren ist schon nicht schlecht. Oh, naja. Ich esse auch nicht unbedingt übermäßig viel Fleisch, aber ganz ohne Fleisch will ich auch nicht. War das jetzt in Real Life, oder? Ja. Ist okay. Nein, das ist falsch, aber wo war ich denn sonst falsch? Ah, irgendwo ist falsch. 1, 2, 3, 4, 5, da passt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, da passt nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Ach ja. So, jetzt müsste das wieder passen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. So. Nein, mach doch den Block dann so. Oh, es ist irgendwie so still hier. Was soll man machen? Macht coole Geräusche oder so. Pups drum von mir aus. Obwohl, das ist etwas niveaulos, aber. Was denn wir machen? Erzählt was. Erzählt was über euch. Okay. Sehr schnell mit der Information. Es war schon fast zu viel, hättest auch ruhig mal eine Pause machen können beim Reden, ne? Wir wollen ja nicht deine ganze Lebensgeschichte hier hören. Kackblöd. Sorry, wenn ich einmal anfange zu labern, bin ich nicht mehr zu stoppen. Ja, das ist schon schlimm, ne? Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Wir werden schlafen und so gleich mal wieder. Ja, können wir gleich mal machen. So. Ich will jetzt nicht hetzen, aber so langsam gleich. Also so ein bisschen so, ne? Ja, genau.
So meine ich das. Na dann ab ins Bettchen. Ich liege. Trinken besser im Schlafraum. Ich weiß eh nicht, was ich mit den ganzen Räumlichkeiten anfange. Das ist bei mir auch immer das Schlimmste. Ich baue dann irgendwie ein Haus und dann bin ich überhaupt sofort einzurichten. Ah, du brauchst auf jeden Fall ein Fernsehzimmer oder irgendwie ein Heimkino oder sowas musst du bauen. Ja. Deine richtig schöne Küche einfach so. Eine Toilette brauchst du bestimmt auch. Braucht jeder bestimmt. Ich baue jetzt erstmal einen Springbrunnen, weil ich Bock auf einen Springbrunnen habe. Das kann man auch. Du gehst erstmal schlafen, würde ich sagen. Ja, ich lieg ja schon im Bett. Er hat nur schon davon geträumt, was er alles bauen wird. Ja, genau. Au, das so. Ich komm gleich wieder. Ja, ja. Müssen wir das hier irgendwie ein bisschen beschleunigen, weil das dauert mir zu lange, dass hier alles wächst. Ja, hast doch Knochen mehr, oder nicht? Weiß ich nicht, ob ich das hab. Aber wenn du Knochen hast, kannst du auch Knochen mehr machen. Ja, das weiß ich, aber... Ach, wir haben 49 Knochen, genau. Ja, das weiß ich wieder. Ein paar Knochen müssten wir doch gehabt haben, genau. Aber die werden nicht so reichen, aber naja. Ja, aber du kriegst ja immer noch immer das Dreifache an Knochen mehr dann raus und alles und so. Bin wieder da. Mhm. Ja. Das ging aber fix. Okay. Wo warst du? Kacken. Ja, ganz bestimmt. Hat sein PC mit aufs Klo genommen. Ja, ich bin ein Speedscheißer. Soll ich es nochmal machen? Nochmal? Hast du gesehen? hier habe ich noch was vergessen. Es wäre extrem praktisch, wenn du so einen Bürostuhl hast. Ah, na, okay, das brauchen wir jetzt nicht weiter erläutern. Oh. Deshalb passt das nicht. Na gut. Ja, tut mir leid. Das reicht nicht. Hast du dich entschuldigt. Ja, wenigstens habe ich mich entschuldigt. Ist immer noch so ruhig. Weil wir essen ruhig. Ja. Alle. Alle. Das Spiel ist so konzentriert ruhig. Beim Formen von Erde, Sand und... Ja, dass du bloß nicht den falschen Block mitnimmst, ne? Das wäre fatal. Das könnte tödliche Folgen haben. Ja, muss es zwar nicht, aber man weiß nie, was passiert. Wenn der Sand ein bisschen zu gelb ist... Oder vielleicht wird es einfach dann vom Blitz getroffen oder so, oder... Ja, kann alles passieren, ne? Du solltest auf jeden Fall keinen gelben Schnee mitnehmen. Und vor allem nicht, wenn du ihn selber gemacht hast. Und halt auch nicht, wenn dein Name draufsteht, wenn du den da gelb gemacht hast. Aber nein, dann sollst du ihn trotzdem nicht mitnehmen. Auch wenn dein Name draufsteht, gehört er dir vielleicht, aber... Also ich würde ihn dann zumindest nicht mitnehmen, so, ne? Vernünftige Einstellung. Ja. Auf jeden. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großes Feld. Gut. Dann ist doch ich trinke eine Aussichtsplattform zu euch und dann Optifine. Hast du kein Optifine drauf? Doch, aber seit ich Forge für die 1.7 gemacht habe, funktioniert Forge für die 1.8 nicht mehr. Ja, vor allem ich habe auch erst ewig Forge-Versionen gesucht, die geklappt haben, und dann habe ich ewig noch eine Optifine-Version gesucht, die gepasst hat. Ich glaube, ich bin jetzt noch in einer 1.8.0er. Deshalb wegen Forge und so. Weil ich für die neuere Version gar nicht gefunden habe. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich will vergessen. Oder Haus bauen. Ja, genau. Das sowieso. Wie war so ein Zaun? Wie machen wir das am besten? Stil. Dann baue ich erstmal eine Treppe, so. Oh. Nein, so. Lauf, Junge! Und dann gehe ich gleich erstmal irgendwo Sand farmen oder so.
Obwohl, nee, das wollte ich anders machen. Verdammt, wo kommt das Wasser auf einmal her? Ja, jetzt auch, ich hab das einzigste Loch getroffen, weiß ich. Okay. Hey, das kann ich für meinen Springpunkt benutzen, oder? Nee, Mist. Hm. Verdammt. Doch nichts geworden war. Nee. So. Ich könnte es aber umplatzieren. Ich lasse es erstmal dabei. Gut, gut. Ah ja, Wassereimer. Perfekt. Hat sogar noch einen. Nein, verdammt. So. Oh. Ja, doch. Ach, das wächst aber auch schon gut auf den Feldern. Haben wir bald unsere erste Ernte, oder was? Ich will es mal hoffen. Endlich kein Hunger mehr leiden müssen. Dann schmeißen wir hier noch ein bisschen Knochenmehl drauf. Ja. Also vorstellen, du nimmst einfach so ein Knochenmehl und wirfst das mit voller Wucht da drauf. Da platzt das da alles voll. So. Na, Knochen haben wir eh ganz schön viele. Eben, ne? Und was soll man sonst damit machen, außer halt Sachen weiß färben? Das kann man echt nicht mehr. Und Hunde zähmen natürlich, aber. Ich finde Hunde irgendwie so nervig, ey. Sind das nicht Wölfe? Ja, aber dann werden so gezähmt, was sind Hunde. So, sage ich einfach mal. Also. Das habe ich jetzt festgelegt. Kriegen die? Kann man damit was machen? Die greifen halt die Mobs an. Wenn die dich angreifen. Cool, ich will auch sein. Aber die sind halt irgendwie voll stressig und die spawnen immer voll komisch durch die Gegend und dann sterben sie irgendwann und nerven. Oder wir holen uns einen Eisengolem. Ja, das geht natürlich auch. Schneegolem, der ist cooler. Und der ist nicht so teuer. Ja. Ach, Eisengolem, das ist doch nichts, was der kostet. Der hält ja auch nicht ewig. Scheiße, jetzt bin ich voll in die Lava gelatscht, ey. Kann ich. Hä, das kann überhaupt nicht sein. Ey, brennt einen die Lava auch an, wenn die da nur so ein Funke an einen. Wenn Tank du ganz nahe stehst, kann das passieren, ja. Oh, okay. Weiß ich jetzt, was ich in Zukunft unterlassen sollte. Wieder was gelernt, ja. Mit der Lava kuscheln. Hm. Ja, das könnte ein bisschen schmerzhaft enden. Aber nur dezent, also. Das geht noch einigermaßen, ne? Ja. So, das mache ich nochmal kurz. Dann baue ich mal langsam die Brücke rüber. Zumindest den Anfang. Wollen wir nicht erstmal ein Haus bauen? Ja, aber ich habe gerade noch keinen Sandstein und werde erstmal so ein bisschen das Gerüst der Brücke bauen. Damit ich dann weiß, wie das alles so wird. Ja, den Sandstein darf ich farmen und das mache ich erst, wenn ich genug zu essen mit habe. Ja, nein, ich komme dann gleich. Ich die Scheißfeld machen. Ich komme gleich mitfarmen, weil ich ja sonst auch nichts zu tun habe. Großartig. Deshalb brauche ich jetzt nur kurz hier ein bisschen schon mal den Grundriss der Brücke. Aber bei mir ist das allgemein auch mal so, dass ich immer voll viele Sachen gleichzeitig machen muss, also bauen muss, sonst verliere ich die Lust dran. Bauen möchtest? Ja, oder so. Das trifft es natürlich auch an. Ja, das Ende kommt so rüber. Ja, wir zwingen dich jetzt hier noch aufzunehmen. Ja, es ist richtig schlimm von euch. Also, ihr seid die schlimmsten Menschen, die ich kenne. Ja, solche Wichser. Einfach arme, harmlose Menschen wie mich zu quälen. Ja. Aber sonst nichts zu tun. Ja, das dachte ich mir schon fast. Das stimmt sogar. Ne, die Brücke muss noch ein bisschen weiter hinten anfangen, sonst ist das zu. Sonst würden wir ja nicht mit dir in Minecraft spielen, also ganz das ehrlich. Mit einem YouTuber. Nur weil ich keine Freunde habe, das ist so gemein. YouTuber dürfen keine Freunde haben. YouTuber dürfen nicht mal ein Leben haben. Wollte ich gerade sagen, Real Life, was ist das? Das Schick Programm kenne ich nicht. Schick mal einen Link. Ja, genau. Ist das neu? Ich auch, oder?